Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Wie geht's dir? 17 Stunden musst du arbeiten. Oh, und deine Energie ist echt ziemlich eine Katastrophe. Aber ich würde sagen, du duschst jetzt erstmal, weil du ja sonst um 0 Uhr so gefühlt aufstehen musst. Und dann kannst du auch noch auf die Toilette gehen eigentlich. Und hier ein bisschen mit denen unterhalten. Kompliment über Kunst machen. Outfit machen. Zuschauen. Das weiß ich, einfach ein bisschen mit denen reden. Seine sozialen Interaktionen. Das ist ausgezeichnet. Dann kannst du das essen. Weil Hunger hast du ja auch noch. So, und dann kannst du. Gibt es wieder was zu graben? Sieht nicht so aus. Frösche gibt es hier auch keine. Ansehen, über Natur reden. Hat sie ja was vor, ein bisschen was hier. Da kann man auch keine Fische fangen, aber ihre Warteschlange ist sowieso voll. Joa. Jojo. Also ich finde es dumm mit den Dingen, die man da machen muss. Aber gut, so, dir geht's okay, weil du hast Hunger. Dann kannst du ja Getränk holen, von mir aus. Von mir aus, von mir aus. Spaghetti kann er machen, Knoblauchnudeln. Spaghetti kann er mal machen. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nie gemacht. Meine ich. So, tue ich dein Grillkäse-Sandwich weiter. Und lauf durch die Gegend die ganze Zeit. Gut, dann nimm's halt mit. Ich bei euch alles hin. Weitermachen, bitte weiterkochen hier. Und sobald du fertig bist, kann der Travis ja was nehmen. Die Versuchung. Macht Spaß, Berühmtheit zu verlangen, aber es hat auch seinen Nachteil. Zum Beispiel, wenn ein Kontrahent Niklas besticht, damit er absichtlich verliert. Fällt schwer, sich nicht wirklich ein bisschen geirrt zu fühlen, du bist beachtlich. Nein, auch wenn das jetzt wahrscheinlich negative Folgen hat, dass ich die Bestechung ablehne, aber da geht es mir ums Prinzip. Niklas bleibt unteilig und erhoben Hauptes, er fühlt sich richtig gut. Sein neu entdecktes Selbstbewusstsein hilft ihm dabei, den Wettkampf zu entscheiden und sich so für das nächste Turnier zu qualifizieren. Nee, also Bestechung ist was, das man nicht annehmen sollte. Ganz einfach, weil es jede Fairness rausnimmt. So, schön würzen. Das sieht eher aus wie eine, naja, Tomatenmarksuppe als wie Spaghetti. Aber wir lassen das mal so stehen. Obwohl ich schon auch ein Freund bin von viel Soße, aber ja. Ich bin auch ein Freund davon, man macht die Soße separat. Aber das ist ein anderes Thema. So, du ein Gericht nehmen und du auch. Ja, von mir aus ihm den Tag verschönern, aber du solltest eigentlich hier vor allem mein Gericht essen. Das ist das, was jetzt hier hauptsächlich wichtig ist. So, was macht sie denn schon wieder? Bewässert irgendwas. Du kommst jetzt her und dann kannst du dir... Wie geht's deinem Hunger denn? Tatsächlich ganz gut. Dann kannst du da tiefgründige Unterhaltung führen, wenn du wieder kommst. Und danach kannst du Spiel spielen. Mal ausnahmsweise wieder Tetris spielen, auch wenn das ja Blickblock heißt. Ist mir egal. Selbstsicher. Respektierter Gamer. Wenn man bei jedem Spiel seinen ethischen Grundsätzen treu bleibt, führt das gewiss zum Sieg. Ja, ob es immer zum Sieg führt, weiß ich nicht, aber zu einem guten Gefühl auf jeden Fall. Das ist definitiv. So, ihr plaudert alle zu dritt miteinander, das finde ich wunderbar. Jo, wie sieht's hier aus? Ist der schon vollkommen verbessert eigentlich? Ah, stimmt. Stimmt. Rechnungen bezahlen. Post bekommen.
Du kannst dich mal um die Rechnung kümmern, die muss ich ja sowieso noch zahlen. Was, 2000? Also, ihr lebt echt ein bisschen über euren Verhältnissen. Obwohl, andererseits, ich meine, wir haben es ja, ne? Wir haben es ja, wir haben es ja. Ah, und ich muss mich um gar nichts mehr kümmern, weil er sich um alles kümmert, das finde ich wunderbar. Und dann kannst du ja das Wasser trinken, wo du dir, meine ich, sogar selber vorher geholt hast. Und danach kannst du auf die Toilette gehen und duschen. Und dir geht es nicht so gut, weil du müsstest gerne, würdest gerne schlafen. Ja, kannst du gleich auch machen. So, wie geht's dir? Du musst ganz dringend schlafen. Ja, dann mach das doch bitte. Und wie geht's dir? Du musst halb dringend schlafen. Das kannst du dann auch machen. So. Lass dich noch ein bisschen spielen. Gut, bist dein Level aufgestiegen, also dann geht's ab ins Bett. So, beim Duschen muss ich dir jetzt nicht unbedingt zuschauen und dann kannst du ins Bett gehen, weil unser lieber Niklas ist ja noch auf der Arbeit und er muss dringend ins Bett. Das darf er dann mal machen. Und da hat schon wieder irgendjemand die Dusche kaputt gemacht. Das war er auch noch selbst. Und er ist super selbstsicher. Also, nee, er ist super inspiriert, wäre er, wenn er nicht schlafen würde. Was er aber tut. So, dann geht's hier alles ein bisschen aufwärts. Und die Dusche spritzt vor sich hin, das ganze Bad voll. Das ist ja wieder 1A hier. So, die geht sonst ganz gut. Auf Toilette könntest du dann danach noch und dann kannst du von mir aus wieder schlafen. Unwohl wegen dem Müll. Oh, und schau mal, wie schnell er das repariert. Das ist einfach echt Hammer. Wegwerfen. Teile plündern braucht er nicht, weil wir haben genug Teile. Eigentlich für alles. So. Und dann kannst du das wegwerfen. Dann darfst du auch wieder ins Bett. Und wer steht denn da auf? Sehr unwohl, weil er muss ganz dringend auf die Toilette. Ja, dann geh doch. Oh, und er sollte ja auch ziemlich dringend duschen, tatsächlich. Was ist das denn? Zerbrochenes Fossil. Hat da die Barbara wieder ihr Fossil mitten in der Gegend liegen lassen? Das kann sie dann im Inventar platzieren, sobald sie wieder aufwacht. Oh, und sie hat Hunger. Dann kannst du ja öffnen und Spaghetti essen von mir aus. Und warum gehst du nicht auf Toilette? Weiß kein Mensch. Gehst du? Okay. Ich verstehe es nicht, aber muss ich auch nicht. So. Sonst sind deine Werte, nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber das Problem ist, du brauchst auch dein komisches Bestreben, was mich ankotzt, ganz gelinde gesagt. Ja, aber kann man nichts machen. Dann kann sie hier das alles Mögliche hier machen. Dann ist sie vielleicht auch wieder glücklich, weil es ja dann draußen in der Natur ist. Was machst du? Du spielst Sims Forever. Ja, das darfst du. Du bist eh ein Geek, wo sowas braucht. Und dann kannst du von mir aus Frühstück servieren. Pfannkuchen habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber wir können es ja mal probieren. Wir können es ja mal probieren. Und in letzter Zeit, glaube ich, nehmen wir auch gar nicht mehr so viel ein insgesamt. Aber andererseits, ganz ehrlich, ist mir egal. Ja. Da dein Spaß nicht so das war ist, kann ich die rumziehen? Nein. Kann ich nicht, schade, weil die irgendwie nicht wirklich mittig steht hier. Aber gut, sei es drum. Zwei negativ. Er muss ganz dringend auf die Toilette. Das machst du jetzt auch. Und bis dahin ist vielleicht der liebe Travis fertig mit Kochen. Aber auch nur vielleicht. Hat auf jeden Fall kein Gemüse, aber das brauchst du, glaube ich, auch nicht unbedingt bei deinem Pfannkuchen. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, und sie hat schon wieder so eine dumme Kapsel ausgegraben. War ja wieder klar. Statt dass sie ein Mineral oder irgendwas, was sie halt braucht, ein Kristall.
Oh, und das ist flambiert worden. So, mehr oder weniger. Dann nimmst du dir die Reste, weil das ja nicht es gibt hier. Und sie hat einen so komischen gepunkteten Frosch gefunden. Ist doch schön so. Und er ist glücklich. Und er hat viel Hunger. Und lieber Travis, du kannst jetzt ein Gericht nehmen von deinen Pfannkuchen, die sogar ausgezeichnet sind. So lobe ich mir das doch. So, gleich zwei Stück. Packe ich in den Kühlschrank. Und dann hat sie schon was gegessen eigentlich. Einen Hypnofrosch hat sie gefunden. Ist ja wunderbar. Ja, also ihr Hunger ist nicht großartig. Das freut mich. Wie sieht es mit dem Bestreben aus? Ah, drei Frösche hat sie gesammelt. Und der Rest kann mir auch egal sein. Jo, Dankeschön. So. Dann kann ich ihr Bestreben wieder ändern in das, was es nämlich immer war. Freiberufliche Botanikerin. Ich meine, das hatte sie. Ja. So, haben wir wieder geändert. Ist mir jetzt alles egal. Ich habe, was ich möchte. Ist auch nicht gerade Sinn und Zweck der Sache. Wie geht's dir? Du hast Hunger. Da kannst du ja die exzellenten Pfannkuchen essen vom Travis. Eigentlich so ein Gericht nehmen. Ach, der hätte Spaghetti gegessen zum Frühstück. Dazu sage ich jetzt mal nichts. So, wie geht's ihm? Ja, so lala. Er muss noch fertig essen. Und dann kann er duschen. Und danach kann er wieder ins Bett gehen, würde ich sagen. So, sehr schön. Und, ach so, weil er die Schwingungen gut hat. Du kannst dich daher setzen. Du müsstest dann nur dieses Teller da aufräumen und das dürfte ja möglich sein. So. Was machst du? Ach, du schaust jetzt Fernsehen. Auch das sei dir vergönnt. Bei dir ist sozial gerade nicht so. Dann kannst du ja hier mal mit denen allen ein bisschen reden. So, das sollte ja sozial erhöhen. Und auf die Toilette musst du dann noch. Ist ja schon gut. Sag ja schon nichts mehr. So. Okay, dann nicht. Dann musst du halt selber danach schauen. Wenn du nicht weißt, ob du auf die Toilette möchtest oder nicht oder wie oder was. Travis muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja. Mir egal. Kann er. Ach so, Sportkanal schauen will er. Das ganze Zimmer und sich mit ihr unterhalten. Okay. Wasser normal. Das kann sie denn noch trinken. Könnt ihr euch ein bisschen unterhalten? Er bewundert die Kunst. Dann ist er erst recht glücklich. Und dann kannst du von mir aus schreiben. Ach, wir sind noch gar nicht fertig. Also wir haben kein Buch mehr, das offen steht. Dann würde ich sagen, schreiben wir ein Sachbuch. Mal wieder. Und ich weiß sogar schon, was für eins ich gerne schreiben würde hier. Die Lügen meines Deutschlehrers. Nein. Der analogen Porträt- und Aktfotografie. Ein Handbuch mit Inspiration. So, die Kunst der analogen Porträt- und Aktfotografie. Übrigens ein sehr spannendes Thema und auch Fotografie ist ein sehr interessantes Hobby. So, sein nächstes Buch kann er ja dann zum Beispiel schreiben über Mountainbike oder über Fitness. Fände ich auch gut. So, er schläft noch eine Weile und danach kann er dann irgendwelche Videospiele spielen für seinen Spaß. Würde ich mal so meinen. Und sie muss ganz dringend auf Toilette. Das darf sie so. Und er, nein, nicht er, er durchsucht nach Trainingstipps. Das darf er.
darf er nicht, weil er sollte zur Arbeit gehen. So, und sie müssen 1 Stunde bei der Arbeit sein. 1 Stunde reicht ja. Wegen mir könnte ich noch ein Gemälde malen oder so, aber sie hat doch schon lange nicht mehr. Ach so, nö, sie möchte reden, also darf sie reden. Ist mir auch egal. Gut, sie lenkt ihn jetzt halt ab, aber sei es drum. So, und er könnte einen Tee machen mit was inspiriert denn? Fließt. Alles, was fließt. Ich weiß nicht, ich vermute es mal. Dampfender Ginseng-Tee könnte auch inspirierend sein. Kann man fließenden Oolong-Tee machen. Die anderen Werte sind ja ganz gut. Ich lasse ihn noch sein Buch ein bisschen weiterschreiben, weil er sich ja so auch noch mit der Barbara unterhalten kann und sich mit ihr ein bisschen besser anfreunden. Wie weit seid ihr eigentlich miteinander? Gar nicht so weit tatsächlich. Und sie, nee, du gehst jetzt da nicht. Sie geht jetzt sowieso zur Arbeit, dann passt das so. Du kannst jetzt hier Spiel spielen, Sportspaß mit Mods schon wieder spielen. Ich finde es so nervig. Eine Liebe in der WG hat einiges gebracht. Die Windungen des Lebens nicht so viel. Stillleben mit Gartenschlauch, okay. Selbstbewusst in die Herzen der Menschen. Die wahre Geschichte von Oma Raymonds welterschütternden Keksen, die kunstanalogen Fotografie und Stillleben mit Gartenschlauch zum zweiten Mal. Da sieht man mal, was passiert, wenn man die Ding nicht verändert. Und dann kannst du Spiel spielen, Livestreamen. Sportspaß Livestreamen. Eigentlich wollte ich dich beim Anfängerturnier mitmachen lassen, aber von mir aus kannst du auch Livestreamen. Sollte deinem Spaß auch gut tun, oder? Jo, tut es. Sehr schön. Hä? Von was kriegst du Geld? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, von was du Geld kriegst. Okay. Vorführtrache der Dinosaurier. Hummer Terminator für manche, nein. Vorführt in irgendeinen Dinosaurier, Lama International, ich weiß es nicht. Für einen Fonds soll ein Lama International spenden. Irgendwie haben die alle keine so Namen wie seriöse Hilfsorganisation. Aber das ist ja ein anderes Thema. So. Ach, und damit können wir theoretisch ja Geld verdienen, wenn man live streamt. So ein bisschen was halt. Aber Anfängerturnier. Sportspaß-Anfängerturnier. Machen wir es mal so. Du kannst ein bisschen. Nee, du machst jetzt erstmal deinen Tee hier. Hat 1200 Follower dazu gewonnen. Und er hat 5 Simoleons verdient. Und hat, was weiß ich, wie viele Fans. Oh nein. Die genutzte Seite war nicht offiziell. Anscheinend ist das Geld ein Internetbetrüger gegangen. Das finde ich nicht gut. Wohltätigkeitsbetrug. Spenden kann sich total lohnen. Manchmal kann das Geld aber auch in die falschen Hände geraten. Es ist traurig, wenn das passiert. Ja, das stimmt allerdings. Allerdings hätte ich gedacht, in diesem Spiel ja, geht das nicht, sondern sind die alle seriös? Hätte ich gehofft. Ich vermute, ich habe mich getäuscht. Kompliment über Aussehen machen. Toast ausbringen. Von mir aus darfst du auch das machen, wenn du das gerne möchtest. Über Mode scherzen. Nein, hier wird nicht über Mode gescherzt. Weil einfach so. Tiefgründige Unterhaltung. Und danach darfst du auch schreiben, weiterschreiben. Die Kunst der analogen Porträt- und Aktfotografie. Und danach darfst du ihn küssen. Das darfst du eigentlich dazwischen machen. Ja, genau. Und ihn ein bisschen massieren. Mehr Auswahl. Massage anbieten, das ist doch schön. So. Oh, und er ist energiegeladen. Das war also definitiv die falsche Idee.
ausschalten. So. Mit ihm noch ein bisschen reden. Ja, mit ihm gleich plaudern. Wieso hast du ihm jetzt keine Massage angeboten? Mehr Auswahl. Massage anbieten. Das machst du jetzt schön, bevor du da weiterschreibst. Schreiben. Oh, sag nicht, jetzt ist das wieder verpackt. Ich krieg die Krise. Schreiben, weiterschreiben. Ja. Ja gut, weil er sich hier irgendwie weigert. Ich weiß nicht warum, aber okay. Und naja, sagen wir mal, es macht ja mit unserem Geld nicht wirklich was aus. So ist jetzt ja nicht. Ich meine, ich könnte es mir jetzt wieder cheaten. Aber warum sollte ich das tun? Ich meine, unserem Geld geht's gut, also. Und ich denke, du hast jetzt genug lang. Ach so, du musst ja dein Turnier vermutlich zu Ende spielen, vermute ich mal. Bin mal gespannt, ob da was bei rumkommt. Wenn du das natürlich auch noch verlierst, ist ein bisschen schlecht. Aber okay. Oh, und er ist glücklich, weil hat den dritten Platz gemacht und das ist gar nicht so übel. Ja, aber Hauptsache in dem Profiturnier mitmachen wollen. Ah, er hat sehr gerne normal Sportkleidung angezogen. Gut, gut. Weil manchmal bekommen sie ja irgendwelche Bonuskleidung oder so. Aber die Moral dieser Folge ist, passt gut auf, wohin ihr euer Geld gebt. Und ja, seid damit einfach vorsichtig. Es gibt viele Betrüger auf dieser Welt. Es gibt aber auch seriöse Hilfsorganisationen. Und nichts zu spenden, generell nicht, ist keine Ausrede. Nur weil es ein paar gibt, die schwarze Schafe sind. Ja, wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben. Weil das sehr wichtig ist, gerade für Hilfsorganisationen, die jetzt nicht großartige öffentliche Unterstützung erfahren, die sind halt auf Spenden angewiesen. Aber wie schon gesagt, passt auf, an wen ihr euch euer Geld gebt. Ja. Macht euch da Gedanken drüber. So, was machst du? Du stehst in der Natur herum, weil du kannst auf Toilette gehen eigentlich und dann kannst du öffnen und irgendwas essen, Grillkäse von mir aus, und danach kannst du, ja, weiß ich nicht, was machen. Okay. Irgendwie stimmt meine Aufnahmezeit nicht mehr, aber okay. Ich glaube jetzt einfach mal, dass das so passt. Turnierrausch wegen Spielturnier. So ein gutes Gefühl bei einem Spielturnier, einen Preis zu gewinnen. Ja, das glaube ich dir gleich. Und du kannst auf die Toilette gehen und danach kannst du dir auch was essen, eigentlich. Machen wir halt mal ein bisschen schneller hier, dass das vorangeht. Ach so, er schreibt ja in seinem Buch, das dauert dann ja eh doch ewig. Also würde ich sagen, konzentrierst du dich auf deine anderen Aufgaben. Und du bist sehr selbstsicher beim Arbeiten. Sobald du wieder heimkommst, kannst du direkt auf die Toilette gehen. Und dann kannst du dir irgendwas zu Abendessen nehmen. Und dann kannst du Spiel spielen, Sims Forever spielen. Warum der nicht mehr Spiel zur Verfügung hat, das wüsste ich auch mal gerne. So, müssen wir heute noch arbeiten? Nein, müssen wir nicht. Sehr schön. Aber wir könnten Programmieren üben. Tatsächlich. Programmieren. Programmieren üben. Anschließend, ich wollte gerade fragen, durch was ich Geld einnehme. Ach, weil er hier wieder alles verkauft. Und er hat jetzt mehr Interaktionen freigeschaltet. Und vor allem kann er jetzt alle gießen. Und er fragt sich irgendwas. Und ich weiß nicht, was er sich fragt, aber okay. Alle gießen ist. Diese Pflanze braucht kein Wasser. Gut zu wissen. So, gegen Käfer fleißig einsprühen. Und du ziehst mal ein ordentliches Outfit an.
nicht dein. Level 7 der Programmierfähigkeit erreicht. Er kann jetzt Handy-Apps programmieren. Sehr schön. Und dir geht schlecht, weil du musst ganz dringend auf die Toilette. Ja, darfst du gleich. Travis wurde zu Projektmanager befördert. Und hat der Hipster-Hacker. Bekommt er das komische Sofa da. Ah, das hat natürlich nicht im Inventar, sondern ja. Irgendwo. Filter festlegen. Ich würde es gern anschauen, mal auf jeden Fall. Ja, das ist ja eine wunderbare Größe hier. Hoppala. Da packe ich mein Kabel überall durch die Gegend. Was ist denn das für ein Foto? Ich sehe es leider nicht. Ach so, stimmt. Ich bin auch ein Idiot. Kann doch die Kamera drehen. Wo bist du? Da bist du. 1A, so. Ja. Ganz tolles Foto. Vor allem super scharf, vor allem. Auf Instagram hochladen. Und ins Inventar packen kann ich nicht, nee. Ah, und er hat 20 Follower dazu gewonnen, das ist ja wunderbar. So. Ach, das muss ich das im Baummodus machen oder was? Was für ein süßes Bild, die Follower lieben es. Kann kein anderer. Ja, ich will ihm das auch eigentlich wieder ins Inventar packen. Und nicht unbedingt hier hinhängen. Aber okay, dann halt nicht. So, ins Inventar. Bewundern. Na, von mir aus, dann hängt es jetzt halt in der Küche. Ist mir jetzt auch egal. Von mir aus kannst du ein bisschen mit der guten Barbara sprechen. Ich bin mir sicher, die freut sich. So. Ist jetzt alles gemacht. Dein Spiel hast du nicht gespielt, weil... Weiß ich nicht warum. Wahrscheinlich, weil dein Laptop besetzt war. Spiel spielen. Und schon wieder mal Sportspaß spielen. Weil, warum auch nicht? So. Oh, und ihr solltet euch mal ein bisschen anfreunden, bitte. Zuspruch geben. Freundlich. Fesselnde Geschichte erzählen. Freundlich. Tiefgründige Unterhaltung. Negative Freundschaftsdinger, das finde ich schon gleich gar nichts. Und eine dramatische Geschichte kann sie ihm noch erzählen. Und danach kann sie von mir aus Liegestütze machen. So, du könntest eigentlich auch mal Sit-Ups machen. Und dich dehnen. Und das machst du aber bitte in deinem Sportoutfit. Was ist denn hier los, sag mal? Sport, 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 das ist sein Sportoutfit, ne? So. Ah, jetzt zieht er das an, wenn er fertig ist mit Sport. Von mir aus. Und sich, ach, das sind Pilze. Ich dachte gerade, da kann man graben. Dann nicht. Wenn man nicht graben kann, dann lassen wir das. Ja, jetzt hat er sein Sportoutfit angezogen, wo er fertig war mit Sport. So sinnlos. So, ihr geht's nicht so gut, weil sie muss auf die Toilette ganz dringend. Dann soll sie das doch auch bitte mal machen. Und dann sollte sie sich auch was zu essen nehmen. So. Von mir aus mach vorher deine Liegestütze. Und dann kann sie direkt noch schnell duschen. Weil, warum auch nicht. So. Wie geht's dir? Ganz gut, tatsächlich. Musst du heute arbeiten? Nein, musst du nicht. Sehr schön. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Du plauderst mit ihm. Aber du hättest Hunger. Dann kann ich ja da hier zum Beispiel Spaghetti essen zum Nachtisch. Zum Abendessen meine ich natürlich. Und dein Spaß ist nicht so hoch. Ja, von mir aus kannst du dann fernsehen. Oder so. Solange du nicht so absolut genervt bist. Hochgefühl wegen erfüllter Bedürfnisse. Ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim.
So, und danach kann sie da graben. Dann ist ihr Naturbedürfnis wieder erfüllt, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und er spielt noch und sollte aber eigentlich schon schlafen, dann darf er das auch gleich mal machen. So, du isch was. Wie geht's ihr eigentlich sonst so? Ja, Katastrophe. Pfannkuchen essen. Aktuellen Kanal schauen. Für ihren Spaß und danach kann sie auch schlafen. So, dir geht's eigentlich ganz gut. Sie hat eine Kapsel ausgegraben, dann kannst du schreiben, weiterschreiben an deinem neuen Sachbuch. So, er ist fertig. Das heißt, er kann da auch ausmachen und sie kann Fernsehen schauen. Und wie geht's dir? Dir geht's eigentlich ganz gut. Du solltest hier da, du kannst dann hier mal aufräumen. Ach, er übt Programmieren. Ja, und er hat alle Beförderungs Ding abgeschlossen. Was für eine Errungenschaft! Sean hat ein komplettes Buch geschrieben und es in Farbe gelegt, damit es jederzeit lesen kann. Sean kann es auch veröffentlichen. Klicke dazu einfach auf den Briefkasten. Qualität ausgezeichnet, ein Handbuch mit Inspirationen. Dann kann er das mal lesen. Was macht er jetzt? Übergehen recherchieren schon wieder. Ja, kann er. Und dann kann er es. Ach, um den Geist zu fokussieren, das macht einen dann wahrscheinlich inspiriert oder so. Nee, inspiriert braucht er wegen mir nicht sein, aber er kann jetzt mal sein eigenes Buch lesen. Ein Sachbuch. Weil, wie wir wissen, ist er auf allen diesen Gebieten natürlich ein Experte. Wie könnte es auch anders sein? So. Und du kannst dir irgendwelche Reste nehmen, einfach damit dein Hunger wieder hochgeht. Kannst nur auf die Toilette gehen und dann auch ins Bett, würde ich sagen. Und wir hatten auch vor allem mit Barbara und Travis schon lange kein Techtelmechtel mehr. Müssen wir auch mal wieder nachschauen. Aber nicht jetzt, denn das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, Let's Play The Sims 4.